Willkommen zur Runde BW. Und in diesem Video verrate ich euch, wann der Starttermin für den letzten Troubles-Teil ist. Viel Spaß! Yeah! Ja, und zwar, ihr wisst ja, also ihr kennt ja bestimmt auf meinem Kanal Troubles, also ich habe sogar eine Playlist jetzt gemacht, wo alle Teile sind. Ich habe vergessen, den kompletten ersten Teil reinzumachen. Also es gab ja, der erste Teil wurde ja in drei Teile aufgeteilt, weil wir das so mal geplant haben halt damals. Und wir haben nicht geahnt, dass wir da noch so viele Teile machen, also dass es da noch einen zweiten gab. Also gibt. Da haben wir uns halt überlegt, drei Teile rauszumachen, aber die muss ich dann noch zu der Playlist hinzufügen. Aber ich habe halt gedacht, das sieht halt geiler aus. Also es sieht besser aus, wenn da Teil 1 bis 5 steht und dass da dann 5 Videos auch da sind. Oh. Und zwar geht es ja darum, wie ich ja gerade schon gesagt habe, um den Starttermin vom finalen Kapitel. Und zwar, das ist Troubles 6. Ja, der sechste Teil. Und der fünfte war nicht so der Oberhammer, der kam auch nicht so gut an, habe ich gesehen. Obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben. Na komm, geh runter. Wir haben uns also echt Mühe gegeben dafür. Diese Sprachfehler, die wir da hatten, die waren auch manchmal geplant. Also die waren nicht mit Absicht, die waren geplant. Also die, nee, was laber ich gerade? Die waren nicht aus Versehen, die waren geplant. Und ihr wisst gar nicht, wie lange wir für die Szene gebraucht haben, wo er mich aus dem, wo er mich da aus dem Gefängnis befreit. Also wo er das Loch da sprengt. Das rede ich eigentlich gerade. Wo er ein Loch in die Zelle sprengt. Da haben wir, glaube ich, insgesamt 5 Versuche gebraucht. Wir haben da eine halbe Stunde dran gesessen. Weil wir mussten laufend den Server neu starten wegen dem Backup. Weil wir hatten keinen Bock, das alles nochmal neu aufzubauen. Deswegen. Und mir hat auch einer gesagt, dass die Todesszene von Monte hätte nicht sein müssen. Dazu sage ich auch gerade, sage ich jetzt mal was. Und zwar, Monte hatte nicht so, ihr müsst wissen, der ist, ich sag jetzt nicht sein richtiges Alter, sonst, sag ich nicht. Das ist privat. Und zwar, er geht ja noch in die Schule und zwar hat er nicht so viel Zeit und ich hätte, der hat jetzt noch 2 Wochen, hat er mir gesagt. Aber der hat, ja toll, der hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil er irgendwie Klausuren noch schreibt oder so, hat er mir gesagt. Deswegen hat er nicht so viel Zeit und da habe ich gesagt, ja komm, wenn er nicht so viel Zeit hat, was machen wir dann? Und dann habe ich halt gesagt, ja, lassen wir ihn sterben im fünften. Ich weiß, es ist blöd, aber ja, kann man jetzt auch nichts machen. Wir machen garantiert keinen neuen fünften. Das wäre sonst viel zu blöd. Da müsstet ihr noch mit länger warten, bis der sechste kommt. Und der sechste, kann ich euch sagen, da kann ich jetzt schon mal was sagen, der sechste wird richtig spannend. Also vielleicht ist er langweilig am Anfang. Am Anfang ist es immer ein bisschen langweilig, aber das ändert sich mit der Zeit. Also wenn... Ja toll, jetzt sitze ich fest. Also der sechste wird garantiert, also das garantiere ich euch, mega spannend. Auch wenn ihr findet, dass es langweilig ist. Ja, wenn ihr das findet, ist es mir egal. Also mir ist egal, was ihr denkt. Hauptsache, die Serie endet da halt mal. Das sind 2 Trilogien, also 2 Teile. 2 Trilogien, also 6 Teile. Na komm, komm, flieg runter. Ja, danke. Ich bleib jetzt hier so lange, bis mich einer hat killt. Lol. Ja, und zwar, Starttermin, ja. Der Starttermin, habe ich ja Instagram. Da, den Link packe ich euch nochmal in die Beschreibung. Also, ich packe euch den Link in die Beschreibung. Schaut alle auf meinem Instagram-Channel vorbei. Da seht ihr nämlich den Starttermin. Das Video wird auch, wenn ich es schaffe,
heute noch kommen. Ich nehme das Video gerade wartet kurz, um 13, war das 13:25 Uhr, ja. Sorry, irgendwie hatte ich gerade hier die Zeit verwechselt. 13:25 Uhr nehme ich das hier gerade auf. Oh shit. Ach du Scheiße. Na, ich bin heute entspannt. Na, egal. Sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. So, da sind wir nun in der zweiten Runde. Also schaut alle auf meinem Instagram, Instagram-Account vorbei. Da seht ihr, wann der Starttermin ist. Also, ich weiß, ob ich nochmal einblende hier, aber nee, ich glaube nicht. Schaut lieber mal auf Instagram vorbei. Verlinke ich mal. Einfach in die Videobeschreibung schauen. Das war's. Und Model, ich habe auch. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wer wieder mitspielt. Ihr kennt ja alle. Der im vierten mitgemacht hat, der Montel da so verschleppt hat, der spielt auf jeden Fall wieder mit. Also der wird auch wieder mitspielen. Ich verrate viel zu viel, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, komm, was wolltest du denn? Die Handlung, ich kann noch mal ein bisschen über die Handlung reden. Oder soll ich das machen? Ich weiß es nicht, ob ich über die Handlung reden will. Sonst nehme ich, glaube ich, zu viel Spannung weg. Auch wenn ein paar nicht so viel Spannung haben. Weil es hier gibt hier ein paar Hater und ja, finde ich nicht schön. Sollen sie es einfach nicht. Ja, toll. Sollen sie es einfach nicht anschauen. Weißt du? Sollen sie sich einfach nicht anschauen. Wenn sie es nicht mögen. Da war letztens einer, der musste unbedingt so hart beleidigen hier in meinen Kommentaren. Dass er sogar gesagt hat, er wurde beauftragt, zu haten. Was ein Schwachsinn, da denke ich mir auch nur so. Was lassen sich die Leute ein? Komm, flieg runter, du Sack. Sackgesicht. Ja, toll. Also, lasst es bitte und lasst so Beleidigungen, ey, das ist. Macht's von mir aus bei anderen oder so. Macht's bei welchen die Videos faken. Zum Beispiel wie Dings, wie hießen denn nochmal, wie abgegrieft oder so. Die faken Videos. Ja, die könnt ihr von mir aus haten. Also ich mag die jetzt nicht so hart. Da mag ich lieber schon Skyga und Forks, aber da fange ich auch langsam an, ja, die nicht so zu mögen, aber. Ich lag die Videos trotzdem immer noch, weil sie halt unterhaltsam irgendwie sind. Aber bitte, hört auf zu beleidigen, weil das bringt es einfach nicht. Und ihr macht damit. Oh, WhatsApp kommt gerade. Und vor allem, ihr unterstützt mich trotzdem. Das ist auch schon klar, ne? Auch wenn ihr sowas schreibt. Also bitte lasst es. Das ist echt nicht gerade der Brüller. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Der wird mich jetzt erstmal schön fisten. Ja, komm. Egal. Ja, würde ich sagen, über die Handlung rede ich doch nicht, weil ich habe jetzt überlegt, das nimmt so viel Spannung jetzt irgendwie weg. Und ja, bitte lasst es, bitte lasst diese Beleidigung. Auch wenn es euch jemand sagt, wenn der von der Brücke springt, springt ihr auch oder wie. Ja, egal. Dann würde ich sagen, ja. Versuche ich nochmal ein paar Videos jetzt zu bringen vor Weihnachten, weil es ist ja schon in 9 Tagen. Also, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst positive Bewertung da. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr euch freut auf Trouble Sex. Wenn ihr euch nicht freut, dann ja, ist auch egal. Also, haut rein, ne? Ciao.